Hallo YouTube! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Adventskalender Haus Nummer 19. Ja, erstmal einen wunderschönen guten Morgen an alle. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen und seid fit. Wir machen weiter. Machen wir direkt auf das Haus. Ich bin total heiß und ich möchte wissen, was ist da drin. Deswegen auf mit der Kiste und dann schauen wir mal. Oh, Moment. So, klappen wir den mal um. Ich habe es ja letzte Woche schon erklärt. Unsere Post-its ja, haben von den anderen das leider nicht mehr. Also haben wir es mal ein bisschen abgewandelt und es gibt Post-its. So. Ui, jetzt wird es interessant. Davon ab müssen wir jetzt gleich auch mal gucken, was wir denn für Sitze machen. Da müssen wir definitiv mal nachgucken in unserem Kanal. Das mache ich jetzt direkt mal, so dass ihr dabei seid. Und dann gucken wir uns doch mal an, was ihr denn geschrieben habt. Was machen wir? Machen wir eine Sitzbank? Machen wir zwei Sitzbänke? Wir schauen mal. So. Videos da. Ich habe keine Kommentare hinterlassen. Das finde ich sehr schade. Weil ich habe mir echt gehofft, vielleicht habt ihr da was und guckt's und sagt, wie wir was machen sollen, ob wir eine Bank nehmen, ob wir zwei Bänke nehmen. Aber wir können es dann noch mal ein bisschen laufen lassen. Ansonsten werde ich dann morgen entscheiden, was wir machen oder wie ich es gerne hätte. Des Weiteren, ja, ihr seht, ich habe hier noch ein Päckchen von Revell. Meiner Frau ist ein bisschen was abhanden gekommen und oder es war nicht dabei, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Hier rappelt aber auch nichts drin. Wir können ja mal reingucken. Ich habe nämlich keine Ahnung, was das für ein Teil ist. Es ist ein Ersatzteil gewesen und sie meinte, wenn ich mich recht entsinne, es wäre irgendwie was, eins der letzten Teile, die dabei sein müssten. Oh mein. Aha. Und das ist ja jetzt, der Wahnsinn hier. Ja, also ein Riesenteil, ein Riesenkarton. Weg. Kann den anderen auch weg. So. Da schauen wir dann mal, was wir da noch finden werden. Ja. Wie gesagt, ich bin gespannt, was wir noch machen, was noch kommt. Wir bauen das Ganze dann morgen zusammen. Ich werde es hier in der Zwischenzeit ein bisschen säubern, also die ganzen Kanten abknipsen, sodass wir alles sauber dran haben. Und dann schauen wir mal. Was noch so passiert. So. Da schauen wir mal, wir haben, also so wie ich das jetzt sehe, wir haben einmal hier, einmal eine eckige und einmal eine runde Variante, die wir dran mauen können hinten, als Überrollbügel, ne? Und da müssen wir dann mal gucken, welchen wir nehmen. Und da fände ich es sehr, sehr begrüßenswert, wenn ihr mir da ein bisschen helft und sagt, wie ihr das machen würdet. Fände ich sehr schön. Deswegen war es das auch für diese Folge.
Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und genießt noch die Weihnachtszeit. Bis dahin, euer Kolke. Ciao.